I used to have a simple life. Whatever needed doing around the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Immer wieder Gänsehaut, Leute. Nice. So, Freunde, jetzt wisst ihr, wie wir da hinkommen. Jetzt die Frage, wie kommen wir wieder weg? was soll ich sagen, ne? Es wird gut, es wird gut. Einen wunderschönen guten Abend erstmal an alle, die noch dazugekommen sind. Hallöchen zu Medieval Dynasty. Wir starten ein komplett neues Projekt hier, ja? Komplett hier neu, weißt du, mit Fuß und allem. Und hier steht erstmal ein Schild, Gostovia. Naja, aber, bevor wir da hingehen, müssen wir mal ganz kurz hier schauen. Hier liegt doch ein Hut. Und ein Bündel. Da ist Roggen drin. Nehmen wir alles mit. Oh, guck mal. War das immer schon so? Das war doch nicht immer schon so. Okay. Okay. Wir haben Quests und so Zeugs. Das ist alles neu. Es sind überall Wagen verteilt mit Stuff. Ja, schon lange. Ja, ich habe das nur zum Early Access Release damals gespielt und dann nie mehr. Aber jetzt gehen wir erstmal in den. Warte mal kurz. Ich habe doch eine Sichel, oder? Hahaha, der Mann mit der Sichel kommt. Gute Kupfersichel. Das kann da schon schief gehen. Wir stellen uns jetzt erstmal vor, um der Storyline so grundlegend zu folgen. Und es schaut aber irgendwie geiler aus, als ich es in Erinnerung hatte. War das immer schon so? So, wir sollen unser erstes Haus bauen. Das machen wir auch, aber das machen wir gleich da, wo wir hinwollen. Das bedeutet, wir werden jetzt den Weg langsam vorlaufen. Die nächstmögliche links rein und die erstmögliche rechts weg. So ist der Plan. Das ist der Weg, meine Lieben. Guck mal. Ja, ich fühl mich auch schon deutlich gepetastet. Oh, guck mal. Das ist ja nett. Gibt's hier noch mehr? Schön. Ach, das sind diese Schnellreisetypis, ne? Ja, das ist mega gut. Das ist sauteuer, aber die bringen dich halt schnellreisemäßig durch die Landschaft. Das ist auch geil. Bin ich hier bei Zwerg versus Wild? Ja, genau so ist das. So, herzlich willkommen im Dorf. Wir sollten vielleicht den Speer wegpacken, oder? So. Ne, das ist eine Baustelle. Upsi. Was? Fetzen Kupferaxt, Junge. Ich glaube, wir sind da. Wir sind da. Meine Lieben, das wird unsere Aussicht werden. Haben wir beim letzten Mal schon angefangen und sind in eine Wildschweinrotte reingerannt. Und hier wird Zwergskarren- und Kutschenparadies entstehen. Ja? So, wir brauchen als allererstes Haus. Einfaches kleines Haus.
das mal so bauen, dass wir nach hinten auf den, auf das Wasser schauen. So. Jetzt eigentlich fertig? Nee, da fehlt noch eine Wand. Zwei Wände. Okay, alles klar. Ja, lass uns das mal fertig bauen. Das wird schon anstrengend genug. Es wird aber heller irgendwie. Oh, Gott sei Dank. Wir haben ein neues Zuhause, Leute. Ein neues Zuhause. Ah, herrlich. Moin. Wie schaut's denn eigentlich bei uns aus? Fähigkeit. Okay, alles klar. Let's go. Kenntnisse der Gewinnung. 5% Erfahrungsgewinn bei Gewinnungsaktivitäten. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ne? Mehr Erfahrung ist mehr Erfahrung. Das lernen wir mal auf 1. So, hier hinten haben wir auch noch was. Überlebenskenntnisse. 5% Erfahrungsgewinn. Unempfindlich, bessere Temperaturtoleranz. Lass uns das mal. Giftresistenz. Ne, da mache ich das hier erstmal, den Erfahrungsboost hier mitnehmen. Ich nehme ja erstmal den Erfahrungsboost mit, um dann später ein bisschen weiterzukommen. So, Technologie. Brunnen haben wir freigeschaltet. Als nächstes gibt es Materiallager. Brunnen müssen wir bauen. Kaninchenfalle bauen fürs Frühstück. Guter Einwand, nehme ich. Fallen in der Nähe vom Haus, aber nicht so hier so am Flusslauf. Fallenlimit überschritten. Okay, alles klar. Was gibt's denn eigentlich dann noch? Rattenfalle, Vogelfalle. Kleines Fischernetz. Ja, nice. Einfaches Lagerfeuer. Brauchen wir für alles halt eine Fackel, ne? Lass uns mal ganz kurz gucken. Wir haben doch hier ein relativ großes Gebiet hier am Wasser. Da muss doch irgendwo Reet wachsen, oder? Oh, guck mal. Hier gibt's Mehl. Da ist jedes Fass irgendwas drin. 100 Münzen. Noch mehr Mehl. Das wird keiner vermissen, oder? Ich dachte, das ist so eine Stelle wie das, wo wir... guck mal, da ist eine Ente. Hier, guck mal. Ja, nice. Willkommen im Strohparadies. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Für uns auch erstmal überleben, ne? Also, wenn wir hier den ersten Einwohner holen, können wir entweder überleben, indem wir Landwirtschaft betreiben, oder aber wir überleben, indem wir Jagd betreiben. Dann kommt Essen automatisch rein. Wir brauchen eigentlich zwei Sachen, die wir in unserer Siedlung haben. Das eine ist Essen und das andere sind dann schon mal die ersten Ressourcen, damit wir nicht selber Holz schlagen müssen, sondern damit das irgendjemand für uns einfach erledigt. Dann können wir halt leichter vorwärts gehen. Das ist am Anfang ein bisschen grindy jetzt, aber dann wird dann später doch, glaube ich, sehr viel einfacher. Oh, da ist das fiese Büffelos. Aha. Wir haben gelernt, Büffel sind des Teufels, ja. Der sogenannte mitteleuropäische Teufelsbüffel, ja. So, let's do it. Thank you.
normales Lager wäre schon gut. So. Und jetzt bauen wir den ersten Weg, den wir haben wollen. Der zu unserer Hütte jetzt erstmal rüberführt. So, das ist der erste Weg, den wir in unserer Siedlung haben. Den kann man, glaube ich, sogar... Ja, den sieht man sogar hier, wie wir den gemacht haben, hier auf der Karte. Richtig gut einfach. Und da brauchen wir Landwirtschaft 5 in der Technologie, um Nahrungsmittellager. Aber wie gesagt, Materiallager wäre schon mal so ein erster Anfang. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen trotz alledem als allererstes einen Brunnen hier nochmal her. Einfach weil so ein Brunnen gehört in der Siedlung. Natürlich könnte auch jeder hier außenrum einfach ans Wasser gehen, so wie ich das jetzt auch tue. Ja, und sich hier erstmal in aller Ruhe einen wegschnitzeln. Ja, aber nee. Ich finde, wir sind hier eine Zivilisation, die sich hier aufragt, ja, in ferne Zukunft. Und da muss man auch mal aus einem schönen Eimerchen trinken können. Hase! Ich fände das irgendwie ganz entspannt, wenn wir unseren Holzfäller irgendwo so hier hinbauen würden. Hier so. Er ist zu nah bei meinem Haus, ne? Kann ich den... Warte mal, geht der hier so? Ja, da geht er. Hier so hin. Jetzt brauche ich Stroh erstmal. Aber bevor wir... Eine Sache brauchen wir auf jeden Fall. Und zwar von ihm hier gibt es jetzt eben einen Weg. So. Damit haben wir das Ding. Die Teile kann man... Also hier gibt es auch dann... Ach, guck mal, hier können wir Bretter herstellen. Schön erstmal ein Brett gemacht. Nett. Warte mal, Brett war doch... da brauchen wir noch ein Brett für. Warte mal. Vielleicht können wir den Waschzuber herstellen. Der wäre mir eigentlich nämlich sogar ganz angenehm. So einen Waschzuber fände ich irgendwie ganz schick. Weil wir sind schon ordentlich dreckig. Wir müffen schon wie Sau, ne? Also, ja. So, hier ungefähr. So, letzter Bauabschnitt, meine Lieben. Fertig. Haus ist abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt mal uns auf den Weg machen. Und zwar laufen wir im Prinzip ja, da so lang. Wir könnten natürlich auch überlegen, ob wir das irgendwann mal ein bisschen wegtechnisch verbessern. Und erstmal bei Dagobert verkaufen. Was kann da schon schief gehen? Dagobert, alte Wursthaut. Lass mal reden. So, haben wir jetzt jemanden, der Jäger gut ist? Ich sehe hier eine 3 im Jagen. Hier auch eine... Nee, warte mal. 1, das 3 ist Fischen, glaube ich. 2 im Jagen.
Waren das alle? Ja gut, dann nehme ich den einzigen, der das kann, nämlich ihn hier. How can I help you? Ich habe gehört, also bei mir ist recht gute Reputation zu arbeiten. Mach weiter so und ich werde vielleicht über deinen Vorschlag nachdenken. 50 Reputation brauchen wir, alles klar. Gut, Leute, dann müssen wir was ganz anderes machen. Dann müssen wir jetzt mal unseren Plan verfolgen. Wir brauchen mehr Reputation und die Frage ist, wie viel haben wir? 20 haben wir. Und wir brauchen 50. Das bedeutet, wir müssen Reputation erstmal beschaffen. Leider. So, wir sind auf jeden Fall rechtzeitig im Dorf angekommen. Das ist eine gute Sache. Schauen wir mal, sie sitzt hier bestimmt noch einsam rum. Pack mal den Speer weg. How can I help you? Ey, ich kann dir helfen. Ich habe die besten Produkte. Was glaubst du denn? Steinmesser, 11 Stück. Was sagst du denn dazu? 220, finde ich, hört sich gut an. Ja, ich versuche mir gerade mal ein Frühstück zu braten. Ich habe kein Messer. Ich drehe durch. Erwischt. Lass mal braten. Ha. Und wir haben das Tier erlegt. Das bedeutet, morgen früh haben wir die erste Jahreszeit überlebt und haben Kapitel 2 abgeschlossen und können auf jeden Fall Leute anwerben. Zumindest ein oder zwei. Ich weiß nicht, wie viele das mit der Reputation gibt, deswegen versuche ich heute noch den anderen Quests oder die anderen Quests generell schön durchzuziehen. Ja, einfach nur für den Fall, dass es nicht reichen sollte, zwei Leute zu bekommen. Ich nehme gerne so viele, wie ich kriegen kann, aber zwei wären halt schon mal gut. Sollen wir mit dem anderen Heino sprechen, der ist aber ungefähr 5 Milliarden Kilometer entfernt. Dann Alvins Geschichte. Stock will der haben. Ich glaube, ich dreh durch. Brech dir doch selber ein paar Zweige ab. Was soll denn das? Meine Güte. So, der Mann will Zweige, der kriegt Zweige. Kein Problem, Alvin. Holla, wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Guten Abend, Zwergherz. Ja, holla, danke schön für 41 Monate. Vielen, vielen lieben Dank dir. Alter Schwede, wir sind voll dabei. Holla, erstmal für dich ein Fetzen, Ausrufezeichen Hype für so lange, lange Zeit schon. 41 Monate, das ist völlig irre. Und dir auch einen wunderschönen guten Abend. So, Leute. Eins jagen, zwei jagen. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, wen wir nehmen sollten, aber einen Zweierjäger sollten wir auf jeden Fall nehmen. Mir ein Dreier wäre mir lieber, aber dann nehmen wir sie als Jägerin. So, und dann brauchen wir noch jemanden, der im Holzhauen gut ist. Das ist wahrscheinlich Gewinnung. Da hat zwei, der hat eins, dann nehmen wir ihn. 100 Reputation brauchen wir jetzt. Okay, macht nichts, sei es drum. Dann Verwaltung. Norberta. Häuser. Das hier. Dorfbewohner zuweisen. Norberta. Norberta hat jetzt erstmal eine Bude. Kein Wasser, kein Holz, kein Essen. Genau. Norberta bekommt aber jetzt auch gleich noch eine Arbeit. So, Norberta ist jetzt auch gleichzeitig Arbeitnehmer, ja. Norberta ist jetzt auf dem Weg. Wir kümmern uns auch gleich drum. Das heißt, wir müssen aber noch eine Jahreszeit hier durchhalten und dann ab nach Hause quasi. Sprich mit Alvin, okay. Ein Zwerg völlig. Vollpfosten, grüß dich, Hallöchen. Punkt. Zwerg wie Zwerg Larv. Dankeschön für den 11. Monat. Wieso bin ich denn jetzt hier? What the fuck?
Okay, sei es drum. Dann machen wir Folgendes. Wir gehen mal ganz kurz dahinter. Da ist sie. Okay. Sie ist schon mal da. Sehr gut. Wir können das zur Not auch noch von... Wir müssen halt nochmal hin, aber das ist kein Problem. So, pass mal auf. Öffnen. Dann hatte ich nicht noch da. Genau. Steinmesser habe ich nämlich hergestellt. Dann kriegt sie die Steinmesser hier rein. Dann ist das schon mal safe. Der Brunnen. Dafür brauche ich einen Metalldingseimer. Dann lass uns doch mal ein paar Sachen jetzt machen. Sie bekommt jetzt als allererstes mal was zu essen. Und zwar, sie kriegt das Fladenbrot in die Hand. Mehr Essen habe ich auch gerade nicht. Gut, Wasser brauchen wir auch noch. Los, meine Zwerge, wir sind Dankeschön! Candles for Life für 100 Pennies. Der Hype Trainer Jahort. Das ist der Hype Trainer, sind wir da auf. Wunderbar, vielen lieben Dank. Das. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. In der Werkstatt? Dat. Danke euch. Vielen, vielen Dank. Raven für 100 Biddies. Vielen lieben Dank dir. So viel zum Thema, ich baue das nicht alles nebeneinander, ne? Ja, gut, aber das ist jetzt eine Notlage, ne? No. So. Das ist die Idee dahinter. Ne? Wir wollen ja, dass es unseren Leuten gut geht und dass die dass denen an nichts fehlt. Ne? Und momentan fehlt es halt an Wasser. Und das kann man eine Zeit lang lassen, aber nicht ewig. Das sollte man nicht ewig lassen. So. Hervorragend. Okay, hier können wir einen Haufen Zeug machen. Einfache Fackel. Weidenkorb. Weidenkiste. Eimer. Zweimal Brett brauchen wir dafür. Ja, dann. Und machen gleich mal drei Bretters. War das ein Eimer mit drei Brettern? War das so? Hab jetzt gerade nicht aufgepasst. Wir kaufen das Schema. Stellen wir zumindest mal zwei Eimer her. Ein neuer Zwerg. Holla, vielen lieben Dank für den Verschenken an Conny. Holla 2910 schenkt einen Sub an Conny 81. Dankeschön vielmals, ey. So, jetzt Leute, jetzt geht's an die Wurst, ne? Achso, warte mal, wir können ja auch trinken, aber ich will eigentlich die Eimer befüllen. Das ist so geil gemacht, ne? Ich trinke auch mal einen Schluck. So. Und dann kriegt unsere mitarbeitende Mitarbeiterin, ja, kriegt hier mal Eimer mit Eimer Wasser. So. Jetzt müsst ihr eigentlich gut gehen. Ja, ihr geht's gut. Okay. Sie liebt es bei uns. Das war so nicht die Idee. Ein Bogen. Holzstamm und Leinengarn. Braucht die? Die braucht noch einen Bogen. Uff, wir brauchen Leinengarn, Leute. Das heißt, dann holen wir ihn gleich hier. Und der ist ja eine Gewinnung, also für die Gewinnung gedacht. Das heißt, ihn werden wir dann da auch gleich mit einsetzen. Haben wir jemanden, der hier Gewinnung am besten auf noch mehr hat? Drei sehe ich hier, zwei. Dann nehmen wir ihn doch mal. Hello. Radovid, die alte Wursthaut. So, Radovid. Dann geben wir ihm mal ein bisschen Aufgabe. Also pass auf, er wohnt auch in dem Haus mit? Mit Norberta? Warte mal, ihn kann ich da nicht zuweisen, oder was? Das ist dem Spieler zugewiesen. Nee, das ist mein Haus. Da wohne ich drin, genau. Und hier?
Zuweisung verwalten? Radovid. Ja, ah jetzt. Okay, passt. Dann ist er da drin. Und dann kann ich ihn jetzt in die Produktion, in die Werkstatt stecken oder in die Gewinnung, in den Brunnen oder Holzschuppen. Dann dürft er im Holzschuppen arbeiten. Geil. Holzfäller. Do it! 50 geht's hier wieder weiter. Wir haben Technologie. Den schalte ich. Achso, wir können ihn nicht freischalten. Steinspeer, Vogelfalle, Holzlagerfeuer. Okay, Dachsfell, Teppich. Werkstatt, Holzlöffel, kleiner Weidenkorb. Holzschale, das Ding brauchen wir doch, oder? Das kaufe ich mir. Ich glaube, das ist wichtig. Hölzerne Fiole, 50. Müssen wir mal schauen. Fähigkeiten hier hinten. Wir lernen das ein bisschen weiter. Okay. Oh, ihm haben wir, glaube ich, auch noch keinen Job zugewiesen, oder? Nee, warte mal. Hier. Das war die Jagdhütte? Ja. Holzstamm. Kein Werkzeug. Das müssen wir noch gleich machen. Kann ich das nicht irgendwie anders einstellen? Also, pass auf. Wir sagen mal 60% Holzstamm. 10%, 20% Stock. 10% Brennholz. 10% Brett. Keine Ahnung, müssen wir nochmal feintunen, aber so im Großen und Ganzen ist das die Idee. Dann kriegt der jetzt von mir eine Holzaxt gefertigt. Ich gerade schon, das ist sehr gut. So. Theoretisch kann er jetzt mit los, oder? Ist das so? Kein Material. Aber er hat die Axt. Okay. Wie schaut es in der Jagdhütte aus? 20. Die Messer gehen auch ordentlich durch. Einfach damit die nicht ausläuft quasi an Messern. Oh. Dankeschön. Steinpfeile nehme ich mit. Dafür gibt es frische Messer. 5 Stück. Dann haben wir hier wenigstens 8 Messer drinnen. Das hält mal eine Weile. Trockengestell. Ha. Machen wir mal 6 Stück da dran. Mal gucken, was passiert. Dann Trockenfleisch. Tatsächlich. Es klappt echt gut. Also so viel zu tragen ist schon echt super angenehm. So, dann machen wir hier mal unseren kleinen Komposthaufen hin. Nee, warte, das war's nicht. Das war's. So. Mal ein paar Beeren reinpacken. Die Tollkirschen packen wir da auch jetzt erstmal rein, weil ich nicht weiß, was ich sonst damit anfangen soll. Thank you.
gleich fertig hier. Fertig. Sehr schön. Geil. Schaut euch mal, die 1000 Kilogramm passen da rein. So, und dann brauche ich nochmal ganz kurz die Schaufel. Weil, dann baue ich den Bauhammers. Na doch, das passt eigentlich. Ja, so ist gut. Cool. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Meine Lieben, das ist ein sehr solider Anfang, finde ich. Das ist ein sehr, sehr, sehr solider Anfang und es macht verdammt viel Laune. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich, wenn wir uns da die Tage wieder drin sehen. Wenn ihr Bock habt, ich bin auf jeden Fall, ich gehe mal schnell, warte, ich laufe noch mal schnell mit meinem Hämmerchen nach Hause und speichere nämlich mal ordentlich, ja.